أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أتشري الموت يا هذا، أتشريه إذا باعوا، أتشري الداء مرتبطا وعندك صبية جاعوا، أتشري الموت يا هذا، أتشري. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, unsere Serie, die wir seit geraumer Zeit begonnen haben, Amradul Ummah, die Krankheiten der Ummah. Und wir werden sie an diesem gesegneten Freitag fortsetzen. Eine wahrlich wichtige Serie, die unsere Herzen beleben soll, die den Zustand der Muslime ändern soll. Die Muslime werden für alles in dieser Welt verantwortlich gemacht. Ganz gleich, was passiert. Man nimmt Einzelpersonen, um eine gesamte Weltreligion als böse und als schlecht darzustellen. Subhanallah al-Azim, liebe Geschwister, und wir lieben eigentlich keine politischen Themen. Und wer unsere Khutab mitverfolgt, der weiß, dass wir selten über Politik reden. Denn die Politik ist ein schmutziges Schauspiel, liebe Geschwister. Schaut euch um auf der gesamten Welt. Subhanallah al-Azim. Damit wir verstehen, wie es der Umma momentan ergeht. In Syrien werden 500.000 Menschen getötet. Und jeder weiß darüber Bescheid. Ob er ein Muslim ist, oder ein Jude ist, oder ein Christ ist. Jeder weiß, dass Bashar al-Assad knapp 500.000 Menschen geschlachtet hat. Oder will jemand das verleugnen? Und dann kommen sogenannte Weltpolizisten. Und sie gehen jetzt in Syrien und in den Irak rein mit dem Scheinargument, wir wollen die Terroristen bekämpfen. Wir haben eine Frage. Wenn ihr diese Leute als Terroristen bezeichnet, die jetzt momentan in Syrien und im Irak sind, und ich sage es klar, Daesh auf Arabisch oder ISIS vertreten auf keinen Fall den Islam. Aber wo ist der Maßstab derjenigen, die den Islam nicht lieben? Sie sagen, diese Leute sind Verbrecher, Terroristen. Dann fragen wir, dann was ist Bashar al-Assad? Ist er ein Friedensstifter? Vielleicht möchtet ihr ihm noch den Friedensnobelpreis geben. Warum hat man ihn nicht so bekämpft, wie man jetzt die ISIS bzw. Daesh bekämpft? Nur damit ihr seht, welche Doppelmoral die Feinde Allahs haben. Und ich nenne sie Feinde Allahs, denn es gibt ein paar Leute und die meisten von ihnen an der Spitze, die haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Islam zu bekämpfen, liebe Geschwister. Und wir sehen das. Wir fragen sie, was ist Terrorismus? Ist Terrorismus, dass man Frauen tötet? Ist Terrorismus, dass man Kinder tötet? Ist Terrorismus, dass man tonnenschwere Bomben auf den Köpfen der Muslime abfeuert? Dann bitte, warum verurteilt ihr nicht, was in Gaza passiert ist, in Palästina? Wer wurde getötet in Palästina? Waren es nicht die Frauen und die Kinder? Aber hier schweigt man und sagt der Weltöffentlichkeit, nein, 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 seid ruhig. Nur die Muslime sind Terroristen. Und bitte, wir fordern euch heraus. Wie viele Leute sind gestorben in Gaza?
Hat man nicht Tausende von Menschen getötet? Und noch weiter, die Siedlungspolitik wird weiter vorangetrieben. Man vertreibt die Muslime aus ihren Häusern. Sie leben in Palästin und haben niemanden außer Allah Azza wa Jalla. Und subhanallah al-Azim, da siehst du, dass keiner für die Palästinenser spricht. Die zionistische Regierung wird verurteilt. Wisst ihr, was das heißt? Wir schreiben einen Zettel. Bitte hört auf damit und das war's. Aber solche Aktionen, wie ihr seht jetzt gegen Daesh, gegen ISIS, das werdet ihr niemals sehen. Es ist immerhin ein zionistischer Staat. Das ist die Doppelmoral. Und manche können sich 180 Grad drehen, wie sie wollen. Die Wahrheit ist so klar wie die Sonne. Und sie können erzählen, was sie wollen. Liebe Geschwister, schaut, wie in den Medien momentan der Islam behandelt wird. Eine Talkshow folgt der anderen. Vor welchem Islam müssen wir Angst haben? Seit wann gibt es denn den Islam? Seit über 1400 Jahren. Und plötzlich, weil ein paar Feinde Allahs, und das sind nicht alle Kuffar, aber es sind viele Leute, die an der Spitze sind, weil sie beschlossen haben, dass der Islam als Blickpunkt für Terrorismus gesetzt wird, schaut die Themen in den Talkshows. Wallahi, es ist eine Schande, dass Talkshows stattfinden mit solchen üblen Überschriften. Vor welchem Islam sollen wir Angst haben? Vor ein paar Tagen im Asylantenheim, da gab es zwei, drei Leute von einer Security-Firma. Schaut, wie sie die Asylanten behandelt haben. Sie haben mit ihrem Fuß auf ihren Kopf getreten. Und sie haben, liebe Geschwister, einem befohlen, dass er sich in ein Bett voller Erbrochenen reinsetzen soll. Dann verlangen wir jetzt auch, dass alle auf die Straße gehen und sagen, wir sprechen uns frei von diesen Leuten. Weil das verlangt man immer von uns Muslimen, verlangt man dieses, liebe Geschwister. Daher soll man verstehen, was die Doppelmoral dieser Leute ist. Wenn einer im Islam etwas Falsches tut, und unsere Religion ist klar und hat Recht von Unrecht unterschieden, dann warum wird der gesamte Islam hier als eine Weltreligion geschändet? Warum? Wenn wir genauso handeln würden wie sie, dann würden wir sagen, die Leute im Asylantenheim stehen repräsentativ für Deutschland. Wir erwarten von den Deutschen, dass sie alle jetzt mit Schilder auf die Straße gehen und sagen, wir sprechen uns von der SS frei. Werden sie das tun? Sie werden es nicht tun. Aber von uns verlangt man das. Die haben eine Aktion gemacht. Not in my name. Nicht in meinem Namen, was momentan passiert. Warum sollen wir uns rechtfertigen? Habe ich dieses getan? Hat mein Bruder das getan? Vielleicht hat einer einen Fehler gemacht. Das ist sein Fehler. Warum nicht diese Gerechtigkeit, dass man sagt, das war eine einzelne Person. Seit 1400 Jahren existiert diese Religion. Warum ist sie in den letzten Jahren in Verruf geraten? Weil manche Leute diese Religion als eine terroristische Religion darstellen und die Fakten sind klar. Keine Religion wächst so stark wie die Religion des Islam. Alhamdulillah. Und wir sagen zu den Feinden Allahs, dreht euch, wie ihr wollt. Yuriduna liyutfi'u nur Allah bi'afwahin wallahu mutimmu nurih walau kariha al-kafirun. Sie wollen Allahs Licht, die Religion, mit ihren Mündern auslöschen. Aber Allah wird seine Religion vollenden. Jetzt kommt das Ende der Ayah. Auch wenn es den Kuffar zuwider ist. Und es ist ihm bei Allah zuwider. Denn, liebe Geschwister, es ist ein großes Unrecht, was mit dem Islam momentan passiert. Und das schon seit etlichen Jahren. Schaut mal, sie haben ganze Diktaturen aufgezogen in unseren Ländern. Aber als diese Diktatoren zu brechen schienen, dann hat man gesagt, diese Leute haben Unrecht getan. Ihr wusstet nicht 30 Jahre lang, was Gaddafi mit seinem Volk gemacht hat. Ihr wusstet nicht, was der und der mit seinem Volk gemacht hat. Das war euch alles neu. Das war euch alles neu. Die Leute, die ihr selber reingesetzt habt, das war euch alles neu. Aber darum geht es, liebe Geschwister. Und wir schweigen nicht vor der Wahrheit. Komme, was wolle. Denn die Wahrheit ist die Wahrheit. Und wir wollen diesen Leuten sagen, der Islam ist eine friedliche Religion. Und ich sage das nicht als Rechtfertigung. Denn bei Allah, eine Religion, die von Allah Azza wa Jal, die von Allah Azza wa Jal gesetzt wurde, braucht keine Rechtfertigung.
Ich sage es nur als eine Art Information. Die Religion des Islam ist eine friedliche Religion. Und die Muslime leben hier hauptsächlich friedlich in diesem Land. Und niemand kann das bestreiten. Aber warum versucht man mit Talkshows und dummen Boulevardzeitungen eine Stimmung herzustellen in diesem Land, die sehr gefährlich ist? Bei Allah. Die sehr, sehr gefährlich ist. Was wollen diese Leute erreichen, dass es irgendwann einen Krieg zwischen Muslimen und Andersgläubigen hier in diesem Land gibt? Sogar werden Leute nicht in Ruhe gelassen, die eigentlich äußerlich gar nicht praktizierend sind. Sogar sie werden in den Schmutz gezogen. Rechtfertigst du dich? Was sagst du zu ISIS? Was sagst du? Die Brüder sagen zu uns, wir können keinen Infostand mehr in der Stadt aufstellen. Warum? Weil 50 Fragen auf einmal kommen. Bist du von der ISIS? Hast du dich von dieser Sache freigesprochen? Auf was sollen wir antworten? Ihr fragt uns nach unserer Religion. Wir sagen euch, unsere Religion ist so und so. Und wenn jemand einen Fehler macht, dann hat er einen Fehler gemacht. Aber was ist das für eine Politik von denjenigen, die versuchen, den Islam in den Schmutz zu ziehen? Und das waren nur ein paar Worte, damit jeder nachdenken soll, liebe Geschwister, was tatsächlich in dieser Welt passiert. Die Kuffar, und ich nenne sie die speziellen Feinde Allahs, die ich schon vorhin benannt habe, das sind nicht alle, sie haben ausgemalt, wie diese Welt funktioniert. Sie haben Terroristen ausgemalt und sie entscheiden, heute sind die Terroristen, morgen sind die Terroristen. Das machen sie willkürlich. Das machen sie willkürlich, so wie es ihnen passt, liebe Geschwister. Heute ist uns das gelegen und morgen gelegen. Und morgen ändern sie wieder ihr Bild. Das heißt, wir sollen nach ihrer Pfeife tanzen, dass wir uns anpassen, wer ein Terrorist ist und wer nicht. Sie können ein Spiel spielen, welches sie spielen wollen. Zum Schluss werden diese Leute ihre Abrechnung bei Allah Azza wa Jal haben. Liebe Geschwister, wir werden heute inshallah ta'ala an diesem gesegneten Freitag über Hajj und Koran sprechen. Und wahrlich, das ist eines der Gründe für alles, was wir an Übel in dieser gesegneten Nation von Muhammad sallallahu alaihi wasallam erleben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie Allah azza wa jalla das im Koran erwähnt, wa qala ar-rasul ya rabb inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. O mein Herr, mein Volk hat diesen Koran verlassen. Das ist ein Grund für das Übel, was wir momentan durchleben. Und wenn du es genau haben möchtest, o Diener Allahs, weil wir diesen Koran hinter unseren Rücken gelassen haben, haben wir diese Situation, die wir momentan erleben. Und Allah hat uns im Koran bestimmte Dinge gesagt, die auf jede Zeit, auf jedes Volk zutreffen. Allah Azza wa Jalla sagt, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لِمَاذَا لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Und die Kuffar, die Glaubensverweigerer sagen, hört nicht diesem Koran zu. Hört nicht diesem Koran zu. Denn sie kennen den Stellenwert des Korans. Sie wissen, was die Worte Allahs bedeuten. Genau deswegen bekämpfen sie den Koran. Wal-Raufi. Und redet dazwischen. Pfeift, schreit laut. So, dass die Menschen nicht die Worte des Koran hören. Subhanallah al-Azim, liebe Geschwister, ich möchte euch nur eine Sache nennen. Es gibt Leute hier von Zeugen Jehovas und von anderen Institutionen. Sie reden mit den Leuten auf der Straße ohne Probleme. Sie klingeln sogar an Türen. Kein Problem. Aber wenn wir mit Muslimen auf der Straße reden, dann nennt man das Nötigung. Ohne dass ich jetzt das Projekt verteidige, was damals gewesen ist. Ich rede allgemein. Warum, wenn ein Muslim zu seinem Bruder, er redet zu deinem Bruder, nicht zu dir. Warum, wenn ein Muslim zu seinem Bruder etwas sagt? Weil dieser Bruder sich ja auch als Muslim sieht. Er sagt zu ihm, bete Allah einzig und allein an. Ist das Nötigung?
Aber wenn einer von Zeugen Jehovas sagt, das ist unsere Religion, dann subhanallah, dann siehst du, keinen kümmert es. Habt ihr jemals gehört, dass einer von Zeugen Jehovas angeprangert wurde in der Presse, weil er mit Leuten direkt auf der Straße oder sogar an ihre Haustür geklingelt hat? Man nennt das Belästigung. Für mich ist noch eine größere Belästigung, dass man an der Tür klingelt. Das ist eine noch größere Belästigung. Aber es geht darum, wal raufi, redet dazwischen, dass die Menschen nicht die Worte Allahs hören. Denn jeder weiß, dass die Worte Allahs bei den Menschen etwas bewirken. Ewallah. Dieser Koran überwältigt jeden und alles. Warum haben die Kuffar gesagt, redet dazwischen? Jetzt kommt die Antwort von Allah Azza wa Jalla. Damit ihr weiter die Oberhand behält. Das heißt, damit ihr siegreich bleibt. Denn wir wissen, wenn die Leute sich dem Koran nähern, wenn die Leute anfangen, sich mit dem Koran auseinanderzusetzen und ihn zu praktizieren, dann wird es nicht gut für uns aussehen. Ein Buch voller Gerechtigkeit. Aber subhanallah, schaut mal, wie manche den Koran öffnen und sie nehmen irgendwelche Ayat daraus, wo sie sinngemäß sagen und tötet sie, wo auch immer ihr sie findet. Tötet sie, wo auch immer ihr sie findet, dann liest weiter. Und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben haben. Das Endteil ist aber nicht so interessant. Denn hier haben die Kuffar die Muslime angegriffen, deswegen kam diese Offenbarung. Aber welcher Teil ist interessant für die Kuffar? Und tötet sie, wo auch immer ihr sie findet. Dann siehst du einen Bärtigen, der eingeblendet wird mit einem dunklen Hintergrund und mystischer Musik. Bam! Der üble Muslim, der Bärtige. Und man versucht, dieses Bild ständig in den Medien zu bringen. Bis mittlerweile, wenn du auf der Straße läufst als Bärtiger, wallahi, die Kinder lachen über dich. Das haben sie geschafft. Die Kinder, die nichts verstehen, liebe Geschwister, sie lachen über dein Äußeres. Und das ist ihr Ziel. Und sie können uns erzählen, was sie wollen. Denn, liebe Geschwister, wenn dieser Koran, wallahi al-azim, nicht genau diese Geschehnisse beinhaltet, dann wäre der Koran falsch. Aber alles, was du siehst, steht jetzt im Koran drin. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرَدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Und sie werden euch so lange bekämpfen, bis sie euch von eurer Religion wegbringen. Warum, wenn ich als Muslim hier meine Religion lebe, ich verstehe die deutsche Sprache und ich kann mich mit den Menschen verständigen und ich passe mich an. Ich passe mich an bedeutet, ich tue nichts, was Unrecht ist. Und wir tun nicht das Unrecht. Nicht, weil uns eine Gefängnisstrafe dann hier in diesem Land droht. Uns droht Größeres. Allah wird uns im Höllenfeuer bestrafen, das macht uns mehr Angst als das Gefängnis. Deswegen sind wir nicht ungerecht. Das ist für uns größer als das Gefängnis. Das sollte jeder verstehen. Diese Religion ist eine Religion der Gerechtigkeit, liebe Geschwister. Und daher, lasst uns verstehen, warum die Kuffar darauf gepocht haben, dass der Koran nicht an die Menschen gelangt. Weil sie wussten, dass diese Worte diese Menschen beeinflussen. Und daher haben sie alles Erdenkliche getan, damit der Koran nicht zu ihnen gelangt. Schaut mal, subhanallah, wenn du heutzutage etwas sagst, dann sagen sie sofort Hasspredigt. Haben sie das auch über andere Weltreligionen gesagt? Es gibt ein Buch, das nennt sich Talmud, liebe Geschwister, was die Rabbiner lesen. Die sollen mal da drin lesen, dass nur ein Jude ein Mensch ist. Alles, was nicht Jude ist, ist kein Mensch. Sollen sie daraus lesen und zitieren. Aber wir hören niemals etwas in dieser Richtung. Und daher wollen wir eine Sache lernen heute. Was bedeutet Hajr al-Quran und was hat er bewirkt in dieser Umma, liebe Geschwister? Allah Azza wa Jal, er wird uns nur mit diesem Quran eine Stellung geben. Der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, Inna Allah yarfa'u bihada al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah Azza wa Jal, er wird mit diesem Quran, ein anderes Wort ist Kitab, ganze Völker erheben und andere erniedrigen. Und als wir angefangen haben, den Koran hinter uns zu lassen, hat die Erniedrigung uns erfasst von allen Seiten. Wir können nicht mal mehr in unseren eigenen Ländern unsere Religion richtig praktizieren,
außer dass da Spielzeuge von den Feinden Allahs eingesetzt sind, die ganz genau darauf achten, ob wir unsere Religion praktizieren oder nicht. Und das ist in unseren Ländern. Wann willst du endlich aufwachen, Rodina Allahs? Wo sind unsere Herzen? An was hängt unser Herz? Die Salaf, radiyallahu anhum wa ardahum, die vorderen Vorfahren, diejenigen, die uns die Religion beigebracht haben. Sie sagten, لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. Wenn unsere Herzen rein waren, haben wir nicht genug bekommen von den Worten Allahs. Eine Frage: Wie oft beschäftigst du dich mit dem Koran? Ist dein Herz rein? Hört diese großartige Aussage, wenn unsere Herzen rein waren, dann haben wir nicht genug bekommen von den Worten Allahs. Bekommst du genug? Dann wisse, es ist an der Zeit, dein Herz zu säubern. Allahumma tahir kulluhu. Es ist an der Zeit, dein Herz zu säubern. Warum, ja, Achi, kümmerst du dich nicht um den Koran? Und subhanallah, wie viele heute in Panik versetzt werden, wenn sie ohne ihr Handy herausgehen. Der läuft die ganze Strecke zurück und holt sein Handy. Wir wären froh, wenn er dasselbe mit dem Koran macht. Denn ein Muslim trägt sein Koran immer bei sich. Das Buch der Rechtleitung. Das Buch, das zwischen Falschem und Richtigem unterscheidet. Das Buch, was ein Lebensweg für einen jeden Muslim ist. Für jeden. Und wenn er dieses Buch nicht als Lebensweg haben möchte, dann fragen wir ihn, was hast du mit dem Islam gemeinsam? Dein Name? Liebe Geschwister, wenn unsere Herzen rein waren, dann haben wir nicht genug bekommen von den Worten Allahs. Ein Sheikh erzählt die Geschichte, ein Arzt kam zu ihm. Und er sagte zu dem Sheikh, Wallahi, oh Sheikh, ich werde dir eine Geschichte erzählen. Ich glaube es bis jetzt noch nicht. Er sagte, bitte erzähl sie mir. Er sagte, ich bin ein Arzt in einem Krankenhaus. Und eines Tages kam ein 70-jähriger Mann zu mir. Voller Nur, vollem Licht, voller Ausstrahlung. Und dieser Arzt hat ihn untersucht und sagte ihm daraufhin, wir werden dich einer Operation unterziehen müssen. Daraufhin weinte dieser alte Mann. Dann sagte der Arzt zu ihm, mach dir keine Sorgen. Das ist eine Routineoperation. Dann sagte der alte Mann, weder mache ich mir Sorgen um die Operation, noch ob ich danach sterben werde, sondern ich mache mir Sorgen darum, weil ich gehört habe, die Operation wird 4 bis 6 Stunden dauern, dass ich nicht den Teil an diesem Tag lese vom Koran, den ich jeden Tag lese. Hast du den Koran auch so in deinem Herzen? Er las jeden Tag einen bestimmten Teil vom Koran. Und jede 3 Tage beendete er den Koran. Womit beschäftigen sich unsere Muslime heutzutage? Mit Serien. Babul Hara hier. Muhannad dort. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wallahi, bleibst du bei der Serie, wirst du immer schlechte Zeiten haben. Womit beschäftigen sich die Muslime? Ist der Koran ihr Lebensweg? Trachten Sie nach dem Koran? Inna hadha al-Quran yahdi. Yahdi, isma ya Abdullah. Yahdi lillati hiya aqwa. Wa yubashshir al-mu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum Allahu akbar. Ajran kabira. Allahumma ja'alna minhum. Wahrlich, dieser Koran leitet zu einem besseren Weg, sagt Allah Azza wa Jalla. Welchen Weg, ja Allah? Einen Weg, der zum Wohlgefallen Allahs führt. Schau! Wie waren die Sahaba radiallahu anhu vor dem Koran, bevor der Koran herabgesandt wurde? Und wie waren die Sahaba nach dem Koran? Hast du Unterschiede gemerkt? Der Koran hat sie verändert. Das Buch Allahs, wo das Richtige vom Falschen getrennt wird. Al-Furqan, die Unterscheidung, klare Unterscheidung zwischen Falsch und Richtig. Das hat sie geändert. Und genauso wie die Sahaba geändert wurde, genauso wie die Charaktere der Sahaba, die viel Übles vor dem Islam gemacht haben, geändert wurden, so können wir auch unsere Eigenschaften ändern. Aber mit was? Mit diesem Koran? Wahrlich, dieser Koran, leitet zu einem besseren Weg. Welchen Weg?
der Weg, der zur Zufriedenheit Allahs Azza wa Jalla führt. Allahumma la tumitna illa wa anta radin anha. Ein Weg, der zur Zufriedenheit Allahs führt. Stell dir mal vor, O Diener Allahs, Allah ist mit dir zufrieden. Wer soll dich dann noch traurig machen, wenn Allah mit dir zufrieden ist? Wer? Du trägst diesen Koran in deinem Herzen und er begleitet dich die gesamte Zeit und du lebst danach. Wie viele nennen sich Muslim, aber bei Allah, und ich sage es ganz klar, sie haben leider mit dem Islam nichts zu tun. Der Name verraten. Nur der Name. Ich heiße Mahmoud, ich heiße Muhammad, ich heiße Ahmed, ich heiße Abbas, das ist alles. Was praktizierst du vom Islam? Nichts. Ja, Achi, wenn du eine Identität hast, was ist deine Identität? Subhanallah al-Azim, kannst du, wenn du nicht deine Religion praktizierst, dich mit dieser Religion des Islam identifizieren? Aber auf der einen Seite, er will sich Muslim nennen. Auf der anderen Seite, er wird wütend, bei Allah wütend, wenn du ihn auf die Gebote Allahs ansprichst. Warum betest du nicht? Lass mich in Ruhe. Warum fastest du nicht? Lass mich in Ruhe. Warum? Lass mich in Ruhe. Ich habe meinen eigenen Weg. Welcher Weg soll das sein? Du hast recht, du hast deinen eigenen Weg. Ein Weg, der weit entfernt ist vom Wege Allahs. Wenn unsere Herzen rein waren, dann haben wir nicht genug bekommen von den Worten Allahs Azza wa Jal. Liebe Geschwister, Wallahi al-Azim, die Angelegenheit ist sehr, sehr wichtig. Und wir werden inshallah ta'ala heute über gewisse Dinge reden und ich bitte euch, dass wir ein paar Minuten überziehen werden. Bi'idhnillah ta'ala, habt ihr diese Geduld. Was machen die Muslime heute mit dem Koran? Du siehst Veranstaltungen, wo einer mit einem Atemzug eine halbe Seite vom Koran liest. Und er hat Ayat rezitiert, die sehr gefährlich sind. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمْ هَلْ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. An diesem Tag werden wir zu Jahannam sprechen, sagt Allah. Zum Höllenfeuer Jahannam. Bist du bereits voll geworden? Bist du gefüllt? Jahannam wird sagen, ja Allah, gibt es noch mehr, die ich verschlingen kann? Wisst ihr, was die Leute im Publikum machen, wenn sie die Stimme des Rezitators hören? Die schön. Dann sagen sie, ja Allah. Anstatt darüber nachzudenken, was bedeutet diese gefährliche Eier, sagt er, ja Allah, Allahu Akbar. Ey Allah, er hat nur auf die Stimme geachtet, aber nicht auf dessen Bedeutung. Wir haben heute Leute, der hängt sich ein Koran ins Auto. Wallahi al-Azim, er praktiziert nichts von der Religion. Aber dieser Koran soll ihn beschützen. Wir haben Frauen, die hängen sich an eine Kette ein Koran. In goldener Farbe. Und sie sind halbnackt. Und dieser Koran soll sie beschützen. Wir haben Leute, er nimmt nur den Koran heraus, wenn jemand stirbt. Dann eilt er zu dieser Person und nimmt den Koran und liest auf den Toten Koran. Obwohl Allah Azza wa Jal im Koran sagt, لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. Damit dieser Koran denjenigen warnt, der noch am Leben ist. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Und damit er das Wort gegen die Kuffar bestätigt. Dafür ist der Koran herabgesandt, dass du die Leute warnst, die noch am Leben sind. Und ich wundere mich, subhanallah, wenn der Jugendliche Sinner macht, wenn er in den Spielotheken ist, wenn er das Üble macht, Alkohol trinkt, Drogen nimmt, keiner kommt mit dem Koran. Aber wenn er stirbt, sind das die Ersten, die zu ihm hinrennen und Koran auf ihn lesen. Was soll der Koran ihm jetzt bringen? Sein Leben ist vorbei. Einer hat einmal etwas Außergewöhnliches getan. Sein Vater ist gestorben und als sein Vater in das Grab gelegt wurde, liebe Geschwister, dann hat er einen Koran mit in das Grab hereingelegt. Dann haben die Leute ihn gefragt, was machst du? Er sagte, ich lege meinem verstorbenen Vater diesen Mushaf mit in sein Grab. Denn er soll den Koran jetzt lesen, wo er Zeit hat. In der Dunya hat er keine Zeit dafür gehabt. Wie oft beschäftigst du dich mit dem Koran? Liest du regelmäßig im Koran? Dass du Koran liest auf Tote, das ist eine Bid'ah, eine Neuerung, die unsere Religion nicht kennt.
sagt man, das wird seit Hunderte von Jahren praktiziert, auch wenn es Tausende von Jahren praktiziert wird. Maßgeblich ist für uns, wenn wir etwas tun von dieser Religion, was ist der Beweis aus Koran und Sunna? Und wahrlich, es gibt keinen Beweis. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, لا تجعلوا بيوتكم مقابر. Macht eure Häuser nicht zu Friedhöfen. Nicht zu Friedhöfen bedeutet, auf den Friedhöfen wird kein Koran gelesen, während du es in deinen Häusern liest. Damit der Shaitan nicht hereinkommt. Macht eure Häuser nicht zu Friedhöfen. Und diese Eier, die ich gelesen habe, damit du mit diesem Koran diejenigen warnst, die noch lebendig sind, die ist in Surah Yasin. Und die Leute lesen Surah Yasin auf den Toten, aber schaut mal, sie merken nicht mal, was sie lesen. Damit du denjenigen warnst, der noch lebendig ist. Und manche lesen Al-Fatiha auf den Toten. Ihdinas Surat al-Mustaqim. Was nützt ihm das? Leite uns den geraden Weg jetzt im Grab. Soll er recht geleitet werden? Über wen redest du ja? Verstehe ich, dass wir mit diesem Koran die lebendigen Menschen ermahnen sollen. Der Koran ist ein Beweis für uns oder gegen uns. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Quran hujjat laka au alaik. Der Koran ist ein Beweis für dich oder gegen dich. Das bedeutet, Yawmul Qiyamah wirst du nach dem Koran befragt. Wenn du nicht danach gelebt hast, o Diener Allahs, so wirst du in dieser Dunya bestraft. Allah Azza wa Jalla sagt, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Und derjenige, der sich von meiner Ermahnung, bedeutet von meiner Religion und dem Koran abwendet, so wird er ein enges Leben haben. Und wie viele verkümmerte Seelen laufen noch auf der Welt, obwohl sie schon längst tot sind. مَعِيشَةً ضَنْكَ. Ein enges Leben. Er wird niemals zufrieden sein. Denn Allah hat die Zufriedenheit in der Hand. Und er macht dich zufrieden oder er macht dich unzufrieden. Allahumma ja'alna min as-su'ada fi dunya wal akhirah. Er hat das in der Hand. Wallahi al-Azim, einmal kam ein Bruder zu mir. Er sagte zu mir, ich werde von innen gequält. Schau mich an nach außen. Ich sehe gut aus, aber innerlich werde ich gequält. Ich sagte zu ihm, liest du im Koran? Machst du deine Gebete? Er tut das nicht. Was soll ihn glücklich machen? Und du siehst das bei diesen Leuten, die auch das nicht gerne zugeben, wenn er in seinen letzten Momenten des Lebens ist. Subhanallah al-Azim. Was macht er hier? Er will auf einmal beten. Er hebt auf einmal die Hände und sagt, ja Allah, wenn du mich gesund machst, dann werde ich ein guter Muslim sein. Kaum macht Allah ihn gesund, dreht er Allah den Rücken zurück. Betrug. Wofür ist dieser Koran? Warum lebst du nicht nach dem Koran? Er wird ein Beweis für dich oder gegen dich sein, Yawmul Qiyamah. Du liest doch im Koran. Wa aqimus salat. Und verrichtet das Gebet. Verrichtest du alle deine Gebete, o Diener Allahs? Du liest im Koran, dass du die Zakat entrichten sollst. Gibst du deine Zakat? Viele Muslime, wallahi al-Azim, sie sträuben sich, die Zakat zu bezahlen. Ey Wallah, du liest im Koran, dass die Dunya vergänglich ist und die Akhira das wahre Leben ist. Bal tu'thiruna al-hayata al-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa. Bevorzugt ihr etwa das diesseitige Leben, wo das jenseitige Leben besser und ewiger ist bei Allah Azza wa Jalla? Du liest doch diese Ayat. Daraufhin siehst du, wie die Muslime von einem Ort zum anderen rennen. Warum? Nicht um den Koran zu studieren, ey bei Allah. Nein. Er rennt nach Hause wie ein Verrückter, um seine Serie zu sehen, um das Fußballspiel zu sehen, um sich mit seinen Freunden zu treffen. Aber du siehst ihn niemals so rennen, dass er in die Moschee rennt, um Koran zu rezitieren oder sein Gebet zu verrichten. Nein. Diesen Geschmack hat Allah Azza wa Jalla aus ihren Herzen herausgerissen. Warum? Als Allah gesehen hat, dass ihre Herzen etwas anderes begehren als den Koran, liebe Geschwister. Lasst uns hören, warum wurde der Koran herabgesandt. Allah Azza wa Jalla sagt, Kitabun anzalnahu ilayk, Mubarak.
ein Buch, welches wir herabgesandt haben auf dich, ja Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, ein gesegnetes Buch. Ein gesegnetes Buch. Warum? Damit sie über dessen Verse, über die Ayat nachdenken. Deswegen hat Allah diesen Koran herabgesandt, o Diener Allahs, damit du über die Verse nachdenkst. Nicht damit du über Fernsehserien nachdenkst. Über diese Ayat. Wer hat dich erschaffen? Was möchte Allah von dir? Was wird nach dem Tod mit mir passieren? Warum denkst du nicht über diese Ayat nach? Würdest du dir einmal die Zeit nehmen, würdest du ein ganz anderes Leben führen. Schau mal, manche haben Zeit, 18 Stunden zu arbeiten. Aber sie haben keine Zeit, liebe Geschwister, sich 10 Minuten mit dem Koran am Tag auseinanderzusetzen. Der großartige Tabi'i, Fudayl ibn Iyad, radiyallahu anhu wa rahimullah ta'ala, er sagte, innama nazala al-Quran liyu'mala bih. Wahrlich, der Koran ist nur deswegen herabgesandt worden, damit man ihn praktiziert. Nicht damit du ihn ans Auto legst. Nicht damit du ihn dir zur Kette nimmst. Nicht damit du ihn dann nur herausnimmst, wenn bestimmte Ereignisse sind. Nein, damit du diesen Koran praktizierst. Und dieser Koran ist eine Rechtfertigung für dich, Yawmul Qiyamah, o Diener Allahs. Einmal kam eine Person zu Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda. Und er hatte einen Mushaf dabei, der geschmückt war. Ein Koran, der geschmückt war. Und wir sehen das heute. Die Korans sind geschmückt in allen Farben. Sogar goldene Farben haben sie, liebe Geschwister. Als Abdullah ibn Mas'ud diesen Mushaf gesehen hat, dann sagte er, inna ahsana ma zuyyina bihi al-mushaf tilawatuhu bil-haqq. Das, was wahrlich den Koran schmückt, ist, dass du richtige Tilawa mit diesem Buch machst. Was heißt richtige Tilawa? Allah Azza wa Jalla sagt, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَةِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. Wahrlich, diejenigen, die gläubig sind. Sie machen richtig Tilawa mit dem Buch. Was heißt Tilawa? Tilawa heißt, dass du das, was haram ist, unterlässt. Und das, was halal ist, dass du das gebietest und machst. Tilawa heißt, dass du den Koran so liest, wie er auf Muhammad sallallahu alaihi wa sallam herabgesandt worden ist. Was nützt dir ein geschmücktes Buch? Wenn du es nicht liest, wenn du nicht verstehst, was dessen Bedeutung ist. Wenn ich in die Runde frage, was heißt Allahu Samad? Wie oft rezitieren wir diese Aya? Aber wer weiß, was bedeutet der Name Samad? Aber wenn ich frage, wie bedient man den iPhone 5? Dann siehst du Leute, kleine Kinder, der wird dir beibringen, wie das ist. Und das ist die Katastrophe in unserer heutigen Zeit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal adwana illa ala al-zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Liebe Geschwister, ich möchte euch in den letzten wenigen Minuten dazu anspornen, dass wir endlich uns mit diesem Buch Allahs beschäftigen. Denn wenn du dieses Buch nicht liest, dann wirst du komische Gedanken haben. Gedanken, die fern vom Islam sind. Gedanken, die Allahs Zorn auf dich ziehen. Deswegen wehe dir und wehe mir, dass wir uns von diesem Buch abwenden, o Diener Allahs. Hört diese gewaltigen Überlieferungen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns sagte. Er sagte über den Koran als Vorteil, اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Lies den Koran, denn er wird am Tage der Auferstehung als Fürsprecher, wir erklären das gleich, als Fürsprecher für seine Bewahrer, die ihn gelesen haben und umgesetzt haben, er wird als Fürsprecher für sie kommen. Was heißt Fürsprecher? Der Koran, er wird Allah so lange darum bitten, dass Allah dich nicht in das Höllenfeuer eingehen lässt, bis Allah es tut. Al-Quran, Hujjatun lak aw alayk. Der Koran ist ein Zeugnis für dich oder gegen dich. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, liebe Geschwister, über den Koran, man ja'alahu amamah qadahu ila al-jannah. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ.
derjenige, der den Koran vor sich stellt, das heißt, er lebt danach, so wird er ihn in das Paradies hereinführen. Möge Allah uns das Paradies machen. Und derjenige, der den Koran hinter seinen Rücken lässt, so wird er ihn in das Höllenfeuer hereinziehen. Mach dir das keine Angst, du Diener Allah. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Lau jumi'a al-Quran fi ihab, ma ahraqahu Allah binna. Derjenige, der den Koran unter seiner Haut sammelt, bedeutet, er lernt ihn auswendig. Und er lebt danach, so wird Allah ihn niemals im Höllenfeuer verbrennen. Ein Versprechen von Allah. Ein Versprechen vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dass Allah azza wa jalla dich niemals, o Diener Allahs, verbrennen wird. Subhanallah al-Azim. Eine Frage: Wenn du vor dem Höllenfeuer stehen würdest und Allah sagt zu dir, du kannst nur zur Dunya zurückkehren und von der Strafe befreit werden, wenn du in der Dunya den Koran lernst, würdest du es tun? Warum denn? Sagt man, mein Kopf ist nicht so groß. Ich sage zu den Frauen, wer 500 Gerichte, Essgerichte im Kopf hat, der kann auch ein paar Ayat lernen. Und ich sage zu den Männern, wer Fußballergebnisse von 1990 bis jetzt kennt, der kann auch den Koran lernen. Nimm dir vor, den Koran auswendig zu lernen und wisse, wenn du mit dieser Absicht stirbst, dann wird Allah dich mit dieser Absicht auferstehen lassen. Und er kann dir geben, was er will. Mach aber deine Absicht, auch wenn es eine Eier am Tag ist, auch wenn es eine Eier in zwei Tagen ist. Wir wissen, dass die Leute unterschiedliche Fähigkeiten haben, liebe Geschwister. Und eine weitere wunderschöne Überlieferung, die ihr alle kennt, liebe Geschwister: Am Tage der Auferstehung wird zu dem Bewahrer des Koran gesagt: Iqra, wartaqi, warattil, kama kunta turattil fid dunya. Lies und steige empor in den Paradiesstufen, denn nicht alle Paradiesstufen sind gleich. Und rezitiere den Koran so, wie du ihn in der Dunya rezitiert hast. فَإِنَّ مَنْزِلَتَكْ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا. Denn deine Endstufe im Paradies ist da, wo du auch deine letzte Ayah gelesen hast. Mit anderen Worten, du liest قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Du steigst in der Rangstufe. Und manche Gelehrte sagen, es reicht, dass du liest. Und andere sagen, nein, du musst sie auswendig lernen. Mach beides. Mach beides, o Diener Allahs, dass du diesen Lohn nicht verloren gehen lässt. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Du steigst herauf im Paradies. Allahu Samad, du steigst herauf im Paradies. Wallahi, wirst du es bereuen, dass du die höchsten Paradiesstufen am Tage der Auferstehung bekommen wirst. Wer wird so etwas bereuen, liebe Geschwister? Und ich schließe ab. Und es tut mir nochmal leid, dass ich überzogen habe, aber ich weiß, heute ist ein Feiertag. Und wir nutzen die Gelegenheit natürlich, dass wir über ein sehr, sehr wichtiges Thema reden. Ein Thema, von dem alles abhängt, ob Allah Azza wa Jal uns weiter erniedrig lässt oder ob Allah Azza wa Jal uns wieder die Izza geben wird. Allahumma a'izz al-Islam wa al-Muslimin wa adhilna al-Shirka wa al-Mushrikin. Liebe Geschwister, das Letzte, was ich euch sagen möchte, ist eine wunderschöne Überlieferung von Abdullah ibn Mas'ud. Und ich möchte damit abschließen, dass jeder sich diese Frage stellt. Er sagte, la yas'al ahadukum an nafsi illa al-Quran. Niemand soll sich selbst fragen, außer dass der Koran für ihn antwortet. Außer dass der Koran für dich antwortet. فَإِنْ اسْمَعْ فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ اللَّهَ. Derjenige, der den Koran liebt, so liebt er auch Allah. Denn der Koran ist das Wort Allahs. Derjenige, der den Koran liebt, so liebt er auch Allah. وَإِنْ كَانَ يُبْغِدُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُبْغِدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Und derjenige, der den Koran nicht liebt, ja sogar hasst, so hasst er auch Allah und seinen Gesandten. Erzähl uns nicht, dass du Allah liebst, sondern frage dich selbst, ob du den Koran liebst. Möge Allah Azza wa Jal uns vergeben für unsere Nachlässigkeit. Möge Allah Azza wa Jal dieser Umma wieder ihre Izza zurückgeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala Gerechtigkeit auf dieser Welt walten lassen. Möge Allah azza wa jal uns diesem Buch, den Koran al-Karim, wieder näher bringen.
Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht sterben lassen, bis er mit uns zufrieden ist. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.